Wenn diese drei Theater spielen, ist das ein richtiges Familienprojekt. Nicht nur, weil Vater Christian und Sohn Patrick Wolf gemeinsam auf der Bühne stehen, sondern auch, weil Anja Kruse und Christian Wolf sich seit Jahrzehnten kennen und mögen. Wir haben doch ein kleines Jubiläum. Nicht? Wir sind das dritte Mal miteinander beruflich verheiratet. Ja. Genau. Ich hatte leider noch gar nicht die Ehre. Ich habe mit diesem Herrn, der mein Vater ist, wie man ja weiß, schon ab und zu arbeiten dürfen. Und mit dieser schönen Frau durfte ich das noch nicht. Das ist zum ersten Mal, aber es ist ein sehr großes Vergnügen. Das Pikante, Vater und Sohn sind in Das Gras ist grüner Rivalen und buhlen als Ehemann und Geliebter um die Gunst von Anja Kruse alias Hillary. Die findet es wunderbar, beruflich von beiden Wolfs umgarnt zu werden. Privat wären ihr zwei Männer dann doch zu viel. Ich finde es ziemlich stressig, ehrlich gesagt. Also ja, manchmal passieren solche Dinge im Leben, aber wünschen würde ich mir das nicht, ganz ehrlich. Auf Stress hat Anja Kruse keine Lust mehr. Die praktizierende Buddhistin strebt nach Ruhe in ihrem unsteten Künstlerleben und richtet sich sogar in ihrer Garderobe eine kleine Ecke für Zeremonien ein. Das hilft auch gegen Lampenfieber. Man verändert seinen Lebenszustand in Richtung positiv und das hilft natürlich auch, runterzukommen im Hinblick auf Lampenfieber, weil man durch einen sehr hohen Lebenszustand auch ein großes Selbstvertrauen bekommt und somit keine Angst hat, dass die einen da draußen beißen. Für das Theaterstück tauscht Anja Kruse ihre Wahlheimat Südfrankreich gegen München ein und freut sich, trotz des nasskalten Wetters hier zu sein. Ihr Beruf ist ihre große Leidenschaft, allerdings hat die Schauspielerei Konkurrenz bekommen. Die 56-Jährige liebt es zu kochen und könnte sich sogar vorstellen, ein Restaurant zu eröffnen. Gastronomie ist ein knochenharter Job. Ich mache mir da nichts vor, das ist nicht so lustig, einfach da zu stehen und den Kochlöffel zu schwingen. Aber wenn sich das mal ergeben würde mit einem Partner zusammen, ganz sicher nicht allein, also einem Menschen, dem man vertrauen kann, sagen, okay, man versucht es jetzt, ein kleines Restaurant aufzumachen, fände ich schon spannend. Als Gastronomin würde sie sich einen Partner wünschen. Privat ist sie glücklicher Single. Seit ihrer Trennung von TV-Produzent Norbert Blecher vor 3 Jahren hat sich keine neue Partnerschaft ergeben. Ich finde es sowieso immer fatal, wenn Menschen auf der Suche sind, weil das klappt dann sowieso nicht. Und, sollte es so sein und richtig sein und passen, dann wird es auch so sein. Und dann sage ich nicht nein. Und in der Komödie bemühen sich ja gleich 2 Männer um sie. Das nächste Mal bringe ich mir meinen eigenen Tee in einer Thermoskanne mit. Victor? Ja, mein Schatz? Dein Tee, mein Schatz. Danke, mein Schatz. Christian und Patrick Wolf haben großes Vergnügen daran, sich auf der Bühne gegenseitig auszuspielen. Bei meinem Ururgroßvater ging es immer um Frauen. Ah ja? Davon gibt es ja so viele in England. Nicht so viele, dass man sich einfach eine schießen kann. Wer im Stück das Duell um Anja Kruse gewinnen wird, das können Sie selbst herausfinden. Bis Anfang März ist Das Gras ist grüner in München zu sehen.